Moin moin liebe Sportfreunde zu einer weiteren hammerkrass geilen Folge Champions League mit dem HC Ambri Piotta. Auf die Erfolg lautet das Motto ganz klar, Support ist kein Mord. Lass ein Like da, falls dir das Video gefällt, damit ich weiss, wohl ihr wollt mehr Folgen für Champions, Hockey League, für National League, für mehr sehen. Nachdem wir jetzt tatkräftig hier den Like-Button gesmasht haben, werde ich jetzt auch mein Versprechen für die letzte Folge einhalten. Nämlich habe ich euch gesagt, wir werden heute die Tabelle für Champions Hockey League mal ein bisschen neuer anschauen. Und das werden wir klassisch in der Gruppe A machen. Wir haben hier den EHC Biel. Zwei Spiele, vier Punkte, also bei ihm sieht es auch relativ gut aus. EV Zug, auch er zwei Punkte. Zwei Spiele, vier Punkte, auch nicht sehr, sehr schlecht. Dann Gruppe C, Augsburger Panthers, die deutsche Mannschaft, sehr, sehr stark. Gruppe D, HC Lausanne, aber die haben erst ein Spiel, aber drei Punkte. Sieht auch für den Schweizer Club sehr, sehr gut aus, auch für den SC Bern mit einem Spiel, einem Sieg. Gruppe F, da haben wir Adler Mannheim. Vertreten, aber nicht so stark. Gruppe G und da haben wir unseren HC Ambri Piotta. Zwei Spiele, sechs Punkte. Aber wie gesagt, die Spiele sind sehr, sehr knapp gewesen. Gruppe H haben wir noch Devils, Frölunda, Indias. Das ist faire Stadt. Dort bin ich auch schon mal vor Ort gewesen. Habe ich einen Flug gemacht. Den könnt ihr gerne einmal nachschauen. So, das wäre die Tabelle gewesen. Und jetzt steigen wir gerade ein mit dem ersten Heimspiel in Valascha. Benjamin Goss ist heute wieder im Goal. Ich habe zwar den Manzato eingewechselt. Wir werden schauen, dass der Daniel Manzato im nächsten Spiel einmal ein bisschen Spielzeit bekommt. Ich möchte jetzt da nicht aus dem Spiel rausgehen, weil sonst wird es simuliert. Und das wollen wir ja auch nicht. Jetzt den Goalie wechseln wäre für die Moral natürlich auch nicht gerade wirklich gut. D'Agostini, Arschiba. Und ich werde natürlich da auch nicht so wirklich auf Simulation gehen bei Champions Hockey League, weil, ja, es ist einfach das Kader auch noch nicht auf dem aktuellsten Stand etc. Aber was willst du machen? Oh, und da ist es 1-0. Schweden geht in Führung, Benjamin Goss geschlagen, Überzahl. Oh, wieder Möglichkeit, Benjamin Goss. Aber wir sind gerade ein bisschen überfordert. Mit dem Ferienstadt das Team komplett anders wie es hier auflaufen als noch daheim. Mazzolini. Probiert es einfach einmal. Oh, die Scheibe kommt vor das Goal. Das war gefährlich. Fritsche. Ansatzlos. Ganz gut vom Fritsche. Nächste Möglichkeit und sie haben uns auch nicht verschieben trennen können. Ngoi mit dem 1:1 Ausgleich. Oh, und da ist aus dem Nichts. Aus dem Nichts, da habe ich auch ganz kurz ein bisschen geschlafen. 2:1. Ferienstadt hat fast keine Chance, aber die, die es haben, die machen es. Das ist jetzt natürlich ein Pumpenschuss gewesen und der Gas Stockhandseite lässt er sich verwünschen. Natürlich gebe ich alles, dass da HC Ambri Piotta Fans ihr Valascha die La Montanara singen können, aber ich weiss es nicht so recht. Ferienstadt gibt wirklich alles. Da Nachschuss, ah, da werden wir gut geblockt. Ah, was läuft mit dem Mann? Spielen doch Hockey, sonst gibt es Holding, ist doch scheißegal. Ah, das ist. So, Lerk, komm schon. Svensson mit dem guten Save mit der Fanghand, Schulter, wo er noch dran ist. HC Ambri Piotta, ein Schatten seiner selbst momentan. Absolut schlechtes Spiel von uns. Auch daran, dass auf dem Eis nichts läuft. Da kriegen wir einfach nichts hin. Wir sehen es. Mehr als so Weitschüssli, das ist einfach schon mal alles. Da nochmal eine Möglichkeit. Bianchi. Mit der Scheibe nochmal.
Fritsche mit einem Weitschuss, aber Ferienstadt verteidigt hervorragend. Ah, das gibt einen. Gutes Vorchecking. Ah, da ist wieder einer frei. Ambri heute ihre Verteidigung einfach überfordert und geht zu langsam. Da hat er auch ein bisschen geschlafen, da wäre die rechte Ecke frei gewesen, wenn die Scheibe noch aufs Goal gekommen wäre. Meine Güte, jetzt eine kleine Druckphase von Ferienstadt. Wir mit einem Konter, den will man natürlich noch ausnutzen. Einen Schuss gibt es noch? Nein, gibt es nicht. 2-1, die Führung von Ferienstadt. Sie haben weniger Chancen, aber es ist nicht unverdient, weil das Spiel plätschert einfach so dahin. Wir können die Scheibe nicht raus. Jetzt, D'Agostini, kommen Jungs, kommen. Machen einmal etwas draus. Machen einmal was. Was ist das, D'Agostini? Da ein Schuss. Das war aber auch schon alles gewesen. Kommen, aufstehen, stehen einmal auf. Heiland, zack. Als wäre ein Wrestler umgekehrt. Was sind das für Lulatsch-Pässe? Ganz ehrlich, so kann man kein Spiel gewinnen. Dann macht ihr das besser mit Goss noch besser. Oh, das ist dann eine schlechte Verteidigung. Eieiei, 3-1. Das Goal ist typisch für das Spiel. Eine Katastrophe, eine pure Katastrophe. Goss, schön der Pass und dann der Verteidiger lässt sich die abluchsen. Hey. Da hat der MABC vom Hockey einfach nicht aufgepasst. Katastrophe. In jedem Belang heute einfach schlechter, außer mit den Tormöglichkeiten. Wir haben mehr Schüsse aufs Goal. Aber das ist dann auch schon gewesen. So gewünscht halt kein Blumentopf. Lauper, mach uns glücklich. Und er macht uns glücklich. Jawohl, Anschluss. HC Ambri Piotta. Das Spiel ist miserabel, aber irgendwie können wir uns mit Mühe und Not noch in dieser Partie halten. Oh, jetzt kommen sie vor das Goal. Das ist natürlich der Nachteil. Jetzt werden wir halt ein bisschen mehr öffnen müssen, wenn wir alles nach vorne werfen. Mazzolini, rausnummer. Macht das irgendwie clever und irgendwie doch nicht. Mazzolini bleibt noch schieben. Was, Svensson? Einfach so wie eine Kerze, wenn er den oben runterholt. Ah, vor das Goal. Ah, da ist wieder niemand. Jungs, vor das Goal. Ins Slot. Irgendwas machen, was Anständiges. Wir nehmen natürlich jetzt einen Goalie raus, sobald wir die Möglichkeit haben. Wenn wir die Möglichkeit dazu noch bekommen. Oh, Interception und das ist 4-2. Beste McGoss, letzte Minute, Goal. Da läuft nichts, aber jetzt kommen. Nein. Ah, die letzten 34 Sekunden, das wird eng. Kommen, nein, bleiben doch nicht hinten stark. Attackieren doch einmal. Heiland, sagen, stehen sie in der eigenen blauen Linie, haben Angst wegen Konter, wenn man ein Goal muss schiessen. Ja, das ist natürlich typisch für das Spiel. Es läuft einfach nicht. Vor dem eigenen Goal, wenn wir da nicht noch das Wunder erreichen, wird das die erste Niederlage in der Champions Hockey League. Und das verdient. Wir sind nicht würdig gewesen, da heute 3 Punkte heimzuholen. Ferienstadt. Bis auf die Chancen sind einfach besser gewesen. Das muss man so zugestehen. Niederlage, Ferienstadt macht es wieder in Ordnung. Die doch sehr, sehr hoch klatschen, wo sie im letzten Spiel gekriegt haben. Jetzt gehen wir ins nächste Spiel. Kopf hoch, versuchen wieder Gutsmachung zu machen. Kampf um Platz 1 gegen Red Bull München. Beide Teams auf Platz 1 und 2. Mit 6 Punkten und heute haben wir Daniel Manzato im Goal nach der sehr, sehr durchschnittlichen Leistung von Benjamin Gans im letzten Spiel. Wir müssen jetzt einfach mal den Finger aus dem Popo ziehen. Heute muss eine Leistungssteigerung hin, weil sonst wird das sehr, sehr knapp und vor allem das letzte Spiel ist nur mit 1-0 ausgegangen. Es geht hier ziemlich sicher um Platz 1. Und dementsprechend holen wir uns schon mal so eine blöde Strafe. Lerk, Topscore. Macht's einfach mal selber, wieso nicht? Es will nicht, es will momentan einfach nicht, es ist der Wurm drin. Kommen Jungs, Kubeljek, ah, wir müssen stoppen. Gibt es einen Penalty? Ja, das gibt einen Penalty. Penalty, Hager gegen Manzato. Manzato bleibt Sieger. Yes!
Gute Möglichkeit, Manzato kann parieren. D'Agostini. D'Agostini macht es eigentlich genau richtig. Und das gibt Eisig. Wir werden die Scheibe mal ein bisschen aufs Goal kriegen. Oh, und da ist sie. Genau gleich wie das 1-0 in München. Wieder so ein cooler Goal. Der ist das mal abgelenkt gewesen. Zwischenbei vom Außenbirken Kostner. Diego Kostner mit dem 1-0. Und das schauen wir uns gerne nochmal in Wiederholung an. Wunderschön abgelenkt vor Nummer 22 Kostner. Was für eine Möglichkeit da vom HC Ambri Botta. Botta. Na klar, Botta. Sie hat viel Formel 1 gespielt. HC Ambri Botta-Fans werden es mir sicher verzeihen. Müller. So, jetzt. Müller. Und da ist es. Alles Müller, oder was? 2-0. Jawohl. I love Hockey, wer nicht? Marco Müller mit dem 2-0. Die ersten zwei Toreführung in dieser Partie. Weil wir haben ja schon mal gegen München gespielt, mit 1-0 gewonnen. Das erste Mal, wo wir mit 2-0 in Führung gehen. Und das ist natürlich eine enorm geile Führung. 3-0. Wow. Ja, da habe ich eigentlich noch wählen. Was haben sie gesagt? Aber hey, es gibt ein Goal. 3-0. Red Bull München, absolut vom Konzept. Oh, Red Bull wieder komplett und jetzt mit dem Konter, mit dem Gegenstoß. Geht Frischkopf vor Strafbank mit einem präzisen Pass. Oh, das wär's jetzt gewesen. Red Bull München, oh, was ist jetzt das? Schon wieder eine Möglichkeit, allein aufs Goal zu ziehen. Maurer vergibt das mal. Letztes Drittel und ich sage jetzt da bewusst einfach mal letztes Drittel 3-0 Führung. Wir werden uns jetzt da Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Nicht gegen Red Bull München. Wir holen uns da den Sieg und dafür müssen wir jetzt einfach nochmal das Hammer Drittel anlegen, wie es das Hockey noch nie gesehen hat. Ja, natürlich so nicht. Red Bull kommt schon mal wie Kanone da raus und schießt das 3-1. Sie wird wahnsinnig. Alle noch in der Pause noch am Bratwurststand. Sich ein Servol an ihm reinziehen. Hey, glaub's nicht. Der kommt allein ins Lot und da ist einfach niemand. Ja, wunderschön. Dabei ist alles. Das Motto der Schweizer Teams. Hätte das Maul nicht so voll nehmen sollen. Anfangs dritte Drittel. Wir haben keine Chance, wir kommen da nicht mehr aus dem Drittel raus. Natürlich, Red Bull München hat nichts zu verlieren. Jetzt hätte ich gerne mal den Goalie vorgecheckt, habe ich auch gemacht, aber ich glaube, das geht nicht außerhalb. Eising, jetzt lassen wir die Scheibe schnell laufen. Wieder mit dem D'Agostini, mit wem aus? Der gefällt mir am besten in dieser Partie. Vor allem in der ganzen Champions Hockey League, momentan D'Agostini, Thema. Wo die Differenz macht. Nicht viel Goal, aber viele gute Aktionen von ihm. Auch nicht schlecht gewesen. Aha! Konter. Sie nehmen den Goalie raus. Jetzt nehmen sie den Goalie raus. Die Deutschen nehmen den Goalie raus. Das ist die Chance für einen empty netter, Jungs. Denken dran. 4-1. Nicht so. Jawohl. Dazwischen. Nein. Boah, Pfosten. Es gibt eine Strafe. Was eine Strafe. Das ist eine Mitleidsstrafe. Das ist ein abgehacktes Spiel. 6 gegen 4. Es ist zwar 3-1 und 37 Sekunden zu spielen, aber das Spiel ist absolut spannend. Könnte nicht spannender sein. Oh, es könnte nur noch stehen. Ja. Wow, Manzato ist bereit. Ja, ha? Komm, hol sie. Hol sie, Chiba, hol sie. Komm. Jetzt geht sie nämlich rein. Was? Nein. Bisschen Zielwasser trinken, Jungs. Eieiei, also das Spiel wird doch noch spannender, als mir es lieb ist. Manzato, da noch einen Verzweiflungsschuss. Nochmal einen Verzweiflungsschuss. Aber das Ding werden wir heimholen. Jawohl, Sieg Ambri Botta gegen München. Somit können wir
den Leader-Titel verteidigen. Wir bleiben auf Platz 1 mit 9 Punkten. Red Bull München mit 6 Punkten. An dieser Stelle danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Denkt daran, Support ist kein Mord. Lasst ein Like da für weitere Folgen Champions Hockey League. Bis zum nächsten Mal, euer Pico. Tschüss!